Und dann fahren wir mal fort und auf in den Bosskampf. Ah, ich hasse den. Obwohl, ja, der geht noch, der geht noch einigermaßen. Gleich auf den Orb verzichten, machen wir gleich mal 16 Schaden. Bevor er sich da gleich selbst blockiert. Na gut, dann können wir die spielen. Neun, naja gut, das geht noch. Wechselt nach dem Schaden von... Oh, noch zwei Schaden, dann wechselt er den Modus. Das heißt, wir müssen unbedingt jetzt ihm viel Schaden zufügen. Da ist der weg. Und dann haben wir den Schatten. Wunderbar. Jetzt lohnt es sich nicht, ihn anzugreifen. Erhöht zu Beginn deines Zuges den Schaden dieses Orbs um 6. Okay, den muss man auf jeden Fall entladen. Oder halt warten und er wird jedes Mal mächtiger. Das ist interessant. So, immer wenn ich jetzt einen Angriff ausspiele, erhalte ich 3 Schaden. Das heißt, wir können den jetzt super aufladen. Wir können sogar noch... Ah, obwohl, das ist gar nicht so genial gewesen mit dem Blitz. Denn jetzt... Ah, das war nicht gut. Nee, das war nicht gut. Ach, das zählt nicht. Okay. Dann geht's. Dann ist das ja... So, die Schleife auf jeden Fall. Das heißt, der wird jetzt noch mächtiger. Und wir blocken uns, soweit es geht. Au. Ach ja, und ich habe ja noch Tränke. 5 Geschicklichkeit. Hoho, hier. Er entlade den vordersten Orbs 2-mal. Pam. 72 Schaden und die heftigen Angriff abgewehrt. Ah, danke, Ela. Das ist echt cool. Noch ein Blitz. Da können wir nochmal das machen und das bringt nichts. Machen wir auch schon 9 Schaden, nur durch passive Fähigkeiten. Plus Elektro. Nee. Schleife. Schleife ist super. So. Ach so. Ja, ich mache den jetzt trotzdem, damit wir den Schatten kriegen. Ah, natürlich. Und damit wird es natürlich auch taktisch. Jetzt müssen wir hier natürlich warten, bis wir den entladen können. Denn wir haben ja noch 3-mal Blitze, die wir vorher entladen müssen. Also nochmal so eine Entladungskarte wäre gar nicht so verkehrt, glaube ich. Das. Ein bisschen Schaden nehmen wir jetzt in Kauf. Ich vergesse wieder ständig meine Tränke. Geschicklichkeit war, glaube ich, zum Blocken. Und Artefakt bringt uns nichts. Und damit könnte ich jetzt die Wunde zum Beispiel abladen. Die Doppelentladung machen wir auf jeden Fall. Wir müssen uns verteidigen. Und jetzt nehme ich hier tatsächlich mal den Trank. Den weg. Kommt eine Verteidigungskarte, dann können wir jetzt den trinken und wir kriegen 10 Block. Und 9 Schaden. Dann nehmen wir jetzt nur 5 Schaden. Das ist ja gar nicht so schlecht. Es ist einfach schön, dass man hier so einen dauerhaften Schaden immer macht. So, Frost. Moduswechsel. Da draufhauen, das ist jetzt wichtig, weil jetzt die ganzen Orbs noch kommen. Immerhin einen Schaden gemacht. Und er kommt jetzt wieder mit Stachelhaut. Aber das könnte sich jetzt trotzdem lohnen. Doppelentladung, das war's. Sehr schön. Das ging ja recht flott. Okay, locker flockig. Erhalte einen zufälligen Angriff auf die Hand. Dieser kostet 0 in diesem Zug. Das ist schön. Und wir kriegen eine Superkarte. Mal gucken, hoffentlich. Denn die nächste Macht in diesem Zug wird 2-mal gespielt. Oh. Wenn man die zusammenkriegt, mit der Schleife, dann spielen wir die vorderste 4-mal aus.
Das ist nicht schlecht. Kreative KI, erhalte zu Beginn deines Zuges eine zufällige Macht auf die. Nee. Donnerschlag, füge pro in diesem Kampf erschaffenen Blitz einen zufälligen Gegner 7 Schaden zu. Und wir erschaffen viele Blitze. Aber das Problem ist, dass das hier im Zug ist. Das heißt, du musst die gleichzeitig mit dem anderen hinkriegen, bekommen. Ich probier's mal. Ich bin ein bisschen skeptisch, aber probieren wir mal. Runische Pyramide. Am Ende deines Zuges wirfst du deine Hand nicht mehr ab. Ziehe zu Beginn jedes Zuges eine Karte weniger. Dann ist irgendwann die Hand voll. Würde natürlich jetzt mit unserer neuen Karte ganz gut zusammenpassen. Erhalte in jedem Zug ein Energie und du kannst keine Tränke mehr aufnehmen. Ah, sowas ist so, das ist gar nicht so schlecht. Tränke. Also wir haben jetzt noch den und den und das war's dann mit Tränken. Oder Echsenschwanz, anstatt zu sterben, werden 50% deiner maximalen Trefferpunkte. Ah, die sind eigentlich alle gut. Hier haben wir einen Freifahrtschein, also einmal sterben geht. Hier haben wir eine Energie pro Zug mehr. Ah, Tränke können manchmal aber auch recht cool sein. Ich glaube, ich nehme den Echsenschwanz. So, hier haben wir einen Händler. Das ist eigentlich recht wichtig. Ja, China, das ist immer echt fatal. Da oben gibt es auch einen Händler. Das Item zum Artefakt? Startraum. Da haben wir 2 Fragezeichen, 3 Fragezeichen. Dann kann man sich überlegen, ob man den Bosskampf mitnimmt oder das Lagerfeuer. Fragezeichen, Händler, Truhe, Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Ja, das ist gut. Das ist, glaube ich, gut. Wir machen das. Können wir noch, vielleicht können wir uns dann sogar ein bisschen mehr leisten. Wir haben volle Energie, deswegen kriegen wir jetzt hier ein Energie, davon ein mehr. So, und jetzt haben wir den natürlich nicht mit drin. Dann spielen wir den. Den. Ja, die Karte ist gar nicht so gut, glaube ich. Spiele ich jetzt die Schleife oder... Versuche ich die Combo. Ich versuche die Combo. So, Kapazität bringt uns nichts. Ja, jetzt ist der mit drin. Ja, das ist eigentlich gar nicht. Das ist Käse. Ich glaube, verstärken würde ich nicht nochmal nehmen. Ach, hätte ich nicht. Komm, dann machen wir jetzt das. Aber 4 Orb-Slots hätte ich jetzt auch nicht gebraucht. Gut. Schaffe 2 Blitze. Obwohl, damit ist das natürlich auch gut. Damit können wir dann 4 Blitze erschaffen. Doppelentladung. Oh, Doppelentladung. 2 Blitze. Und den Kälteeinbruch. So. Wenn wir den dann entladen, dann haben wir es eigentlich auch schon. Ja. Zack, weghauen. Also der Schatten ist echt gut. Frost haben wir schon. Entlade deinen vordersten Orb. Erschaffe den Orb, der gerade entladen wurde. Füge 3 Schaden zu und wende einen Wundbar an. Hallo Seuche. Ich glaube, Rekursion ist gar nicht so verkehrt. Oder wir nehmen hier den Händler noch mit. Aber dann müssen wir den Elitekampf machen. Dann haben wir aber nur noch einen Kampf und dann den Elitekampf. Das ist machbar. Und dann können wir hier den Händler noch mitnehmen. Dann haben wir 2 Händler. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Ein Gremlin mischt wild auf einem Tisch Karten. Dieses Monster scheint harmlos zu sein. Aus Neugier näherst du dich ihm.
Hier sind 12 Karten. Ordne sie zu, um sie zu behalten. 5 Versuche, keine Wiederholung. Bist du bereit? Fangen wir an. Ja, es ist so ein schönes Memory und Karten, wo man das findet, das Paar, die darf man behalten. Aber man will sie nicht immer behalten. Okay, hier ist Chaos. Regenbogen. Blenden. Wende 2 schwach an. Kostet 0. Na gut, dann nehmen wir die mal mit. Regenbogen. Erschaffe einen Blitz, ein Frost und einen Schatten. Ah, ich habe zu viele Karten. Gut. 2 Karten mitgenommen. Du beendest das Spiel des Gremlins und siehst auf. Er ist verschwunden. Kampf. Ja gut, dann brauchen wir eigentlich beide Händler wirklich, um Karten rauszunehmen aus dem Deck. Das ist echt wichtig. Oh, Flugviecher. Verringert erhaltenen Angriffsschaden um 50%. Aber wir machen ja passiven Schaden auch viel. Das ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. 2 schwach. Ja, zack, der macht keinen Schaden mehr. Sehr schön. Dann können wir eigentlich erstmal auf den gehen. Dann müssen wir einmal verteidigen und auch einmal angreifen. Passt. Bam, 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 bam. Wow, 21 Schaden kommen jetzt. Okay, damit machen wir 16 Schaden und das ist vielleicht gar nicht verkehrt. Dann haben wir den gleich weg. Obwohl, wir machen mit dem neuen 16, 25. Aber der andere macht 3 Schaden mehr. Ah ne, der macht's ja zufällig. Na gut, dann ist der jetzt weg. Ja, dann können wir das machen. Haben wir schon mal 5 Block. Ja komm, es macht jetzt keinen Sinn, jetzt hier die Schleife nicht zu nehmen. Achso, jetzt habe ich noch Getränke, Angriff und Artefakt. Wobei ich mir die mal ganz gerne für den Bosskampf aufhebe. Die Vögel hier, die sind schon nicht ohne. Okay. Okay, jetzt kann ich nur Ops erschaffen. Sehr gut. Ach, der eine ist dann... Ah, ich hätte das andersrum spielen müssen. Mist. Ja, komm. Hätte ich andersrum spielen müssen, dann hätten wir noch einen Blitz mehr gehabt. Rechts, rechts. Okay, der kriegt Stärke. Wir müssen jetzt den unbedingt mal fertig machen. Fast. Schlag, der ist weg. 13 Schaden machen die jetzt. Blitztreffen jetzt alle Gegner. Dann machen wir 9 Schaden. Und kriegen 13, 11, 11 Schaden. Nee. Das ist mir zu krass. Das ist mir zu krass. Dann machen wir es lieber so. Kriegen wir nur einen Treffer. Okay. Dunkles Schicksal. 10 Schaden, dann ist der weg. Ach, beide machen. Ach, die machen beide 10 Schaden. Ah, Mist. Die Runde läuft irgendwie nicht so gut. Das könnte echt besser laufen. Ah, der hat noch einen übrig. So, komm. Doppelentladung. Und dann haben wir es. Schwäche tragen. Wende 3 schwach an. Und eine Karte. Aber man merkt jetzt schon, ist ein bisschen viel. Fokus erhöht die Effektivität von erschaffenen Orbs. Ist nett. Aber kostet auch 2 Energie. Füge 7 Schaden zu. Ziehe eine Karte pro unterschiedlichem Orb. Erhalte 6 Block. Nee, das war auch nichts. Karte überspringen. Händler.
So, und das Erste, was wir machen, ist verkaufen. Ja, die Verletzung könnten wir natürlich rausnehmen. Eigentlich müssen wir die Verletzung rausnehmen. was haben wir hier noch? Wäre die nächsten zwei erhaltenen Flüche ab. Beim Aufheben erhöht deine maximalen Trefferpunkte um 10. Das können wir uns gar nicht leisten. Ja, zwei Fluchkarten abwehren ist nett. Wähle eine Karte aus dem Nachziehstapel aus. Nö, erhalte einen Fokus. Schau die obersten vier Karten an. Füge 7 Schaden. So. Wahnsinn, eine zufällige Handkarte kostet für den Rest des Kampfes 0. Das ist schon nett. Wähle eine Fertigkeit aus dem Nachziehstapel und nimm sie auf die Hand. Halte einen Fokus. Wir nehmen nochmal die Machtkarte, weil wir ja auch die doppelte Karte haben. Und dann haben wir noch genug Geld für den nächsten Händler. Wenn wir den denn erreichen, mit dem Elite-Gegner dann 40 reinzugehen. Beim weiteren Aufstieg beginnt dicker schwarzer Rauch aus dem Boden und Wänden um dich herum zu quillen, welcher sich in drei mastierte Gestalten formt. Noch eine von Niaus Puppen, glaube ich. Jawohl, sie kreiert immer die lustigsten Spielzeuge. Dir fällt ein riesiges Grinsen auf, als die dritte Gestalt dich anspricht. Ignoriere die anderen. Hättest du gerne eine Kostprobe unserer Kraft? Erhalte 5 Apparieren, verliere 50% maximale Trefferpunkte, erhalte ein Immateriell. Ja, was macht das? Hallo Biermod, hallo Belly. Mach ich nicht. 50% Max Trefferpunkte mache ich jetzt... Nee. Wie enttäuschend. Früher oder später wirst du uns beitreten. Die Formen verblassen und hinterlassen nur das nervtötende Lachen in deinen Ohren. So, drück mir die Daumen, dass wir das jetzt überleben. Gut, bei sowas ist mir die Frage, geht man auf die Kleinen oder geht man einfach generell auf den Großen? Ja, genau, das würde auch funktionieren. So, erstmal machen wir das. Okay, erhöht das Ganze um 1. Das ist ja schon mal eine schicke Sache und ich glaube erstmal ein bisschen verteidigen. Ja, Nadelstiche können töten, das ist richtig. Das Ding ist nur, wenn ich die töte, dann macht er neue. Und der wird mit der Zeit sicherlich auch... Genau, der wird mit der Zeit immer stärker. Das heißt, je länger ich mich mit denen aufhalte, desto stärker wird der. Oh, ich glaube, das wird nichts, Leute. Ja, das neue Machen kostet die Runde. Das ist richtig. Ich gehe erstmal, mache erstmal den. Der ist, glaube ich, vernünftig. Was? Der Chat ging nicht? Was zur Hölle? So, jetzt kriegen wir richtig einen drauf. Vielleicht war's das schon. Das war's. Ha, das war's schon. Gut, dass ich das Artefakt hab. Wiedererst. Wir sind auferstanden. Gut, damit können wir jetzt 6 Block bekommen. 2 schwach. Nee, Moment. 6 Block. Ich glaube, die nehmen wir mit. Auferstanden, um zu schwerben. Ja. Ein Blitz. Entlade deinen vordersten Orb. Ich hoffe jetzt einfach mal. Zack, der trifft alle. Das heißt, die sind tot. Ja. Und dann noch ein Blitz hinterher. Jetzt einen schwach anzuwenden, bringt nichts. Da ist die Macht gut, triff alle Gegner. Plus 3 Stärke. Okay, er bereitet was vor, das heißt... Ich weiß nicht, was er macht. Wir machen Kapazität und Regenbogen. So, gleich kommen sie wieder. Versammeln! Da sind sie wieder, unsere Freunde. Die kriegen ja auch gleich 12 Schaden. Das heißt, der ist gleich sowieso tot. Oh, 5 Serien auf einmal. Rekursion. Ja.
Das ist eigentlich egal, welche Reihenfolge wir das machen. Dann machen wir den erstmal. Dann ist der weg. Dann haben wir den hinterher. Dann ist der weg. Ja, ja, so langsam wird das doch hier. Läuft. Neun Stärke. Ah, ich mag das immer nicht, wenn die das machen. So, und jetzt können wir... Ah, endlich mal Stärke. Das und zack. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich den ersten, machen wir mal viermal. Und ein Blitz hinterher. Immer schön hier alles voll machen. Dann haben wir ihn in der nächsten Runde. Wie cool. sechs Schaden. Und neun Schaden. Und die noch hinterher. Ah, der braucht mal so lange jetzt. Jahrhunderträtsel. Das erste Mal, wenn du in einem Kampf Trefferpunkte verlierst, ziehe drei Karten. Okay. Schon verbesserte. Erschaffe so viel Energie, wie du hast, plus einen Blitz. Nee. Erhalte für jede fünfte Karte im Nachziehstapel. Umprogrammieren. Plus schau dir die obersten Karten an. Ja. Wir haben 20 Karten im Nachziehstapel. Ansammeln könnte sich schon lohnen, wenn wir so viele Karten auf der Hand haben. 23 Gold und ein Stiefel. Anstatt 4 oder weniger ungeblockten Angriffsschaden zuzufügen, wird dieser auf 5 erhöht. Okay. So, jetzt ist die Frage. Nee, ist eigentlich nicht. Wir gehen hier lang. Händler. Erstmal verkaufen. Angriff machen wir weg. Das bringt uns nichts. 129. Leider können wir uns kein Artefakt mehr leisten. Erhalte 9 Block. Mische alle Karten den Nachziehstapel und ziehe 5 Karten. Nochmal Fokus, aber da reicht glaube ich auch einmal. Füge allen Gegnern Schaden in Höhe. Zweimal dem in diesem Kampf erschaffenen Frost. Nö, wir machen mal weiter. Gremlinhorn. Immer wenn ein Gegner stirbt, erhalte Energie und ziehe eine Karte. Oder wie auch immer das bei ihm heißt. Vielleicht ist es ja auch Speicher. So, hier lang. Ein alter, in Felle gewickelter Bettler streckt die Hand nach dir aus, als du vorbeikommst. Hast du ein paar Münzen, mein Kind? Oh, wir können eine Karte entfernen. Sehr gerne. Der Bettler nimmt seinen Mantel ab, um zu offenbaren, dass er Priester ist. Du bist eine gute Seele. Erhalte meine Reinigung, schreit er. Du bist unsicher, ob er dankbar oder verrückt ist. Ja, dann nehmen wir einen Block raus. Hoch. Ausgeklickt. Da muss ich einmal eben wieder OBS bei mir in den Vordergrund setzen. So. Und weiter geht's.